Hallo aus Hamburg, hier ist Oliver. Und wenn ihr dieses Video seht, dann wahrscheinlich als erstes Video in einer Playlist auf YouTube. Da ist zumindest der Ursprungsort. Ich weiß auch nicht, ob es da bleibt, aber bevor ihr jetzt komplett verwirrt seid, was ist das hier überhaupt? Also es geht um die OER Camp Werkstatt, das hier. Da haben zwei stattgefunden und es finden noch zwei statt. Wir befinden uns also in der Mitte. Und ich bin da und habe Inputs gegeben und werde auch noch Inputs geben. Und ich habe mir gedacht, es wäre ja nicht schlecht, wenn ich diese Inputs oder zumindest die am meisten Anklang finden, auch nochmal auf virtuelles, digitales Zelluloid banne und nochmal das erzähle, was ich da erzählt habe, weil dann A, Leute, die nicht bei den OERCAP-Werkstätten sind, Schande über euch, auch erfahren, was ich da erzählt habe. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr es nachschauen. Und vielleicht sind aber auch die Leute bei der Werkstatt, die sagen, ah, der Termin ist aber erst dann, da habe ich keine Zeit, da wollte ich noch das gucken oder da möchte ich lieber arbeiten. Guckt euch die Videos einfach vorher an, dann wisst ihr auch schon Bescheid und ihr könnt mich dann einfach nur, wenn ich da bin, vor Ort noch zu Details fragen. Macht das einfach so. Ja, auch vorweg gesagt, ich sage das in dem Video sowieso nochmal, aber es gibt natürlich Links, die ich irgendwie immer anspreche, nenne und so Websites, die ich weiß nicht genau, wo die Links nachher erscheinen. Ich werde sie in die Videobeschreibung bei YouTube packen, aber die Videos stehen unter einer CC0-Lizenz. Das heißt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und wenn ihr es aus YouTube rausnehmt, sind vielleicht die Links weg. Vielleicht gibt es also gar keine. Vielleicht legt ihr aber auch mit H5P oder was anderem Overlays drüber, wo dann die Links wieder drin sind. Oder es gibt noch ganz andere abgefahrene Sachen. Dann weiß ich halt nicht, wo die Links sind. Von daher, seht es mir nach, wenn ihr Links sucht und sie nicht findet, denn ich habe da nicht die volle Kontrolle drüber und ich wollte sie nicht über das Video blenden, das finde ich immer irgendwie, ja, komisch, da muss man die irgendwie abtippen und doof und QR-Codes waren mir jetzt, ehrlich gesagt, zu aufwendig. Ja, so viel als Vorgeplänkel, Anfang der Playlist, ihr könnt weitermachen, wenn ihr dieses Video ohne Playlist findet, dann müsst ihr suchen, aber irgendwo scheint es noch im Netz Videos zur OER Camp Werkstatt zu geben, wo ich etwas zu H5P und Learning Apps erzähle. Schaut doch einfach mal.